Herzlich willkommen zurück zu Settlement Survival. Wir sind ja nach wie vor nicht gut dran mit dem medizinischen Pulver, weil, keine Ahnung, die Apothekengesellschaft ist am Streiken. Weiß ich nicht. Was ist das? Der Ertrag der Felder erhöht sich. So was Neues. Nee, was sagt eigentlich unsere Bevölkerungsgrafik? Die sagt, nicht gut. Die geht nach unten. Irgendwie geht sie immer nach dem paar Einwanderer kommen, geht sie kurz nach oben und dann geht es direkt wieder schlagartig nach unten. Ja, also hier die große, ne? Schwupp, dann hier so, ne? Das ist nicht gut, das geht runter. Nicht gut, nicht gut. Müssen wir mal gucken, woran das liegt. Ich meine, an der Zufriedenheit liegt es nicht und an der Gesundheit eigentlich auch nicht. Also, hier sind überall freie Häuser, ne? Alle Plätze, alles so. Gut, wir haben ständig irgendwelche Ärzte, die fehlen, weil, naja, wieder irgendwer, keine Ahnung, vom Balkon gefallen ist oder so ähnlich. Der Gute ist jetzt ein Arzt. Der ist doch alles zufrieden, ne? Also ich meine, Hunger, ja, okay. Zu Hause, Pflegeheim, Arbeit, Krankenhaus. Au. Ich glaube, der gute Mann, der ist schon was älter. So, da kommt übrigens die neue Kompanie an freiwilligen Arbeitskräften. Sehr schön. So, woran mangelt es hier eigentlich gerade wieder? Gar nicht. Es mangelt an der Zufriedenheit, an der Gesundheit und an der Bevölkerung. Ja, es ist auf jeden Fall nicht der Verwalter schuld. Es ist ein. Hallo? Es ist nicht die Wohnung schuld, es ist nicht die Ernährung schuld, es ist nicht die Technologie schuld, es ist, kann es sein, dass den Leuten hier irgendwie ein bisschen, was der Verwalter ist ja noch abgelaufen, was haben wir denn hier schönes? Obstertrag, Lebensqualität plus 1, Obstertrag plus 10, das ist gut. So, Einwanderer, jo, herzlich willkommen, bitte suchen Sie sich ein freies Haus und fangen Sie direkt an zu arbeiten, bzw. der erste große Teil von euch darf direkt mal übers Messer springen und zwar für uns in der Karawane losziehen. So, was schalten wir denn hier frei? Peking Theater, den großen. Okay. Das ist interessant. Jagen, Hartholzweide. Nee, was stellen wir denn hier als nächstes dann hin? Das große Schloss. 80 Familien bis zu 400 Personen. Jo. So, hier gibt es den großen Bazar. Okay. Was kann Carlos so alles noch anbieten hier? Ohne Einschränkung begraben werden, okay. Handeln mit Saatgut. Keine Ahnung, also ich meine, am Ende müssen wir ja sowieso eigentlich mit allen irgendwie mal uns gut stellen. Ich müsste mal natürlich jetzt gucken, wo wir den besten Preis für unseren Stuff kriegen, aber da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, mich da jetzt reinzulesen. Wir nehmen einfach mal Carlos und sagen 20, schicken wir da hin, ne, weil ne, wir haben genug gerade. Und schicken mit dem halt mal 140 Eisenstatuen. Komm, wir geizen mal nicht, der kriegt noch 3000 Tabak. Soll sich ja gut fühlen, der Mann, ne? Dann, keine Ahnung. Wir haben sehr viele Töpferwaren, 300 Töpferwaren, 300 Porzellanwaren. Das ist noch nicht so teuer, aber jetzt kommt der teure Stuff, nämlich 145 Silberbestecke und 100 Luxustextilien. Keine Ahnung, 200 Edelsteine. Obsidian nimmt der bestimmt auch ganz gerne. 200 Obsidian. Und stellen fest, dass das noch gar nicht so überzeugend viel ist. Also ich meine, das ist schon viel, aber irgendwie noch nicht so das, was ich jetzt gerade gedacht hätte. So, Bücher, Werkzeug. Was kann man denn noch verkaufen hier? Ein bisschen Kohle? Nee. Kleidung? Wir könnten ihm ein bisschen Kleidung verkaufen. Nämlich sehr viel Daunenjacken jetzt mittlerweile. Komm, wir verkaufen ihm noch 100 Daunenjacken dazu, ne? Und dann ist fertig, okay. Keine Klamotten mehr, kein davon, kein gar nichts, okay. Wir dürfen also nur noch das weiter aufbauschen, was wir eh schon da drin haben. Dann komm. Nicht 200.
Ich wollte deine Zahl höher treffen. So, 500 davon. Verkaufen wir einfach dem Typen da mal den Kram. Was können wir denn hier kaufen? Medizinisches Lexikon. Ach Gott. Besten Weine der Welt. Östliche Küche. Boah, weiß ich nicht. Wir kaufen ihm lieber das Pflanzenzuchtregister. Hunger nach Rohkost und Feldern, ne? Das ist doch wunderbar. Kaufen wir mal zwei von. So, kaufen wir. Dankeschön. Karawane Mitli 20. Wir kaufen mal eine Versicherung, weil, weiß ich nicht, bilden direkt eine Karawane. Dann stecken wir eine Karawane noch da. Da bauen wir einfach nochmal exakt dieselben Konfigurationen zusammen. Und zwar 145 habe ich davon gehabt. Okay. Wo ist denn hier gehandelte Ware? Keine Ahnung, auch nochmal 150 Obsidian, dann habe ich 200 Edelsteine, Vogelscheuche, Glatze, Silberbesteck, ne, Luxusmöbel, verkaufen wir Luxusmöbel. Wir haben einfach mal mit rein hier, Tabak auf jeden Fall, da können wir auch nochmal locker 3.000 verkaufen. So, Eisenstatue haben wir schon, Schmuck, Möbel brauchen wir nicht, Kleidung, wir verkaufen auch da nochmal 100 Daunenjacken hin, dann ist das auch wieder voll, sagen wir mal verkaufen, so. Medizinische Seife? Ich glaube nicht. Wir kaufen Bücher. Was gibt's denn hier? Das sind dieselben Bücher, die man da kaufen kann. Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Medizin kostet auch 22. Wir kaufen einfach mal... was machen wir? 1000? Jo. Gönnen wir uns mal. Kaufen wir einfach ein. Zack. Versicherung ist drin. 20 Leute bilden. Let's go. Das ist schön, dass die Leute jetzt gerade angekommen sind, sich ein Haus gesucht haben und jetzt direkt wieder weggeschickt werden. So, hallo und tschüss. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Wir hätten nämlich hier unten erstmal, vielleicht ein paar neue medizinische Angestellte uns besorgen sollen, damit wir hier ein bisschen medizinisches Pulver herstellen können, wa? Damit denn hier unsere Gesellschaft auch nicht daran stirbt, dass sie ja nichts zum Schnupfen hat. Wäre ja ein Jammer, ne? Weiß gar nicht, was ist denn das für ein Update hier? Arbeitseffizienz erhöhen, da bin ich dabei. Ich finde diese Geräusche von diesen Häusern immer so witzig, ne? Ups, was war das? Toll, jetzt habe ich dem aus Versehen noch einen Mitarbeiter da reingekauft. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch die anderen haben hier, mit den Steinchen und das. Egal. So, lassen wir mal anfangen, dass die da mal, ne? Die Produktion so ein bisschen hochwuppen. Weiß gar nicht, ob das Sinn macht, hier noch eine Brücke hätten reinbauen sollen. Möglicherweise hätten wir das tun sollen. Weil wir könnten sie aber auch hier bauen. Ich meine, die Brücke hier ist jetzt natürlich sehr am Auslasten, weil, ne, da jetzt der ganze Handelsstuff reingeladen wird und die scheinbar irgendwie nur da langlaufen wollen und nicht woanders. Und es mangelt schon wieder an der Milch. Es ist doch. Wir haben nur eine einzige Butterei, ne? Warum steht die eigentlich da oben und nicht hier unten? Warum machst du... Wieso speicherst du wieder? Ich habe doch eben extra gespeichert, du Spiel. Ja, Kühe, ich hab's verstanden. Futter, 0%. Futter, ja. Warum? Ich weiß nicht, wieso. So, wo ist denn hier das Futter? Mais und Bohnen. Ja. Vielleicht bauen wir davon auch mal noch irgendwie da unten so ein Ding. Wir haben davon nur zwei Stück, ne? Vielleicht gönnen wir uns da unten noch so eine Futterstelle, damit die dann da auch mal ein bisschen Ruhe haben. Futterfabrik kommt dann... Ja, wo kommt die denn hin? Wo macht sie am meisten Sinn, wo sie mir danach definitiv im Weg ist? Da macht sie mir keine Probleme, da ist sie nicht im Weg. So. Die Happiness ist wieder am Steigen, die Gesundheit auch. Wie sieht's denn mal so aus mit, weiß ich nicht, Kesselhaus, Badehaus? Wie viel haben wir denn davon? 7 Stück. Wem fehlt denn noch ein Badehaus? Wer möchte noch eine Runde baden gehen? Für die allgemeine Happiness? Keiner.
Wir können uns aber noch ein paar von den Häuschen kaufen. Vielleicht können wir damit einen kleinen Bonus rausholen, wenn wir dann davon genug haben, dass wir dann nicht immer diese dass wir dann nicht über die Silbermünzen gehen müssen, sondern einfach Punkte haben. So, unsere Karawanen fahren gerade los, durch die Brücke durch, so wie sich das gehört. Man kennt es. Mehr als 2 Dutzend Bauern konnten sich kommen in deine Stadt an, suchen dort und niederlassen. Ja, kommt her, Leute. Boah, direkt wieder neue Leute bekommen. Und Kohlsaatgut. Geil. Das war jetzt cool, dass wir jetzt nochmal neue Leute bekommen haben. Dass wir jetzt hier direkt wieder unsere ganzen Arztpraxen mal so richtig hochboostern können. Da waren es nämlich nur noch 15 von ehemals, weiß ich nicht, 20? 28 oder so. Können wir hier auch mal alles auffüllen. Sehr schön. Wir sollten jetzt noch nicht alle raushauen, weil sonst haben wir gleich keine mehr für die anderen Sachen, die noch frei geworden sind. So, weiß nicht, haben wir denn noch genug Häuser frei? Also ich meine, hier leuchtet noch so einiges. Nicht, dass das daran liegt, dass hier wieder überall irgendwelche Jobs fehlen. Aha. Kathedrale, da ist auch wieder keiner drin gewesen. Das ist super. Jetzt kann ich Theater haben, 6 Stück. Kann die Kranken effizienter heilen. Das kann auch die Gesundheit erhöhen. Wir brauchen also mehr Friseursalons. Weil das dann gesund macht, oder hä? Manche Sachen verstehe ich hier einfach nicht so, ne? Sie brauchen einen Friseur, damit die Leute gesund bleiben. Well, okay. Bauen wir halt mal ein paar Friseusen hier rein, ne? Dass sie sich dann schön frisieren können und dann hübsch aussehen, wenn sie dann vom Bär gefressen werden. Und wir sind schon wieder ohne Mitarbeiter. Wo sind die denn alle wieder hin, die Leute? Gesundheit ist nicht gut. Zufriedenheit gefällt den Leuten auch nicht. Wir brauchen mehr Glücksgefühle. Der reisende Händler ist da. Wir verkaufen ihm Sojabohnen und kriegen 49 Silbermünzen. Nice. Und da ist ein Mitarbeiter frei geworden. Der wird sofort beschlagnahmt. So, Delle. Dann haben wir jetzt das hier unten in der näheren Umgebung. Die Erlasshäuschen hier sind auch fertig. Das heißt, wir können eigentlich wieder einen neuen Erlass wahrscheinlich erlassen. Sogar einige. Keine Ahnung. Das passt da nicht rein. Das dann vermutlich auch nicht. Ich finde das Schöne, dass wir das freischalten, wenn wir etwas bauen. Von Sachen, die wir schon gebaut haben. Der Marktplatz-Effektbereich. Okay. Freischalten durch den Bau einer Latrine. Das heißt, wir bauen jetzt eine Latrine, kriegen dann diese komischen Punkte und danach können wir dann einfach dann die, die wir schon haben, verdoppeln und dreifachen in der Reichweite. Ja, ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll, aber das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Wieso haben wir eigentlich keine Kleider mehr? Stellen wir die nicht mehr her? Luxusmantel. Nee, stell mal tatsächlich gar nicht her. Warum denn nicht? Stell mal wieder ein paar Kleider her hier. Ist doch schick aussehen. Luxusmantel. Sag mal. Der Erlass Zauber und Aufräumen wurde freigeschaltet. Ich finde, die könnten das doch mal einfach so reinpatchen, dass ich die Sachen jetzt nicht noch erst wieder alle bauen muss, damit ich dann nachträglich hier den Latrinen erreiche, gedings bekomme. Weil die kann da jetzt wieder weg, die Latrine. Die brauche ich da jetzt nicht. Das müssen wir ja nochmal bauen, was uns ein bisschen sinnvoll helfen würde. Der Effektbereich, aha, durch den Bauen des Kesselhauses. Wir bauen also ein Kesselhaus einfach irgendwo mal auf. Okay.
Wahrscheinlich brauchen wir da... Wir könnten sowieso mal wieder eins gebrauchen. Irgendwo. Da gibt's einfach gar keins. Oh, nicht schlecht. Ich starte, da hätten wir überall genug davon. Ne, da auch nicht. Doch, hier schon. Ja, hier der Rand ist auch nicht ganz... Jans am Kessel, ne? Ja, wohin damit jetzt? Ich meine, da macht es ja mal gar keinen Sinn. Ach, das ist das Badehaus, ne? Ah, so, ja, okay. Okay. Dann muss das wohl... Hier zwischen, was bist du? Latrine. Weg damit! Straße? Brauchen wir nicht. Weg damit. Kesselhaus. Komm, Latrine, mach dich da vom Acker. Sehr schön. So. Kesselhaus, let's go. Und dann eine neue Latrine auf die andere Straßenseite. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir auch wieder Lagerhäuser brauchen. Also vielleicht muss ich auch wieder eins bauen, damit dann leider das Achievement sich merkt, dass es, oder die Erlass dann merkt, dass er da ist. Machen wir einfach mal und nächste Folge, ja, werden wir dann sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Da kommt nochmal ein Schiff an, sehr schön. Und da fehlt es mal wieder am Mitarbeiter, der bestimmt wieder tödlich verunglückt ist beim auf dem Klo sitzen oder so, keine Ahnung. Jetzt mal hier wieder ein bisschen was umrotieren. Ja, okay. Ach, der verbraucht die spezielle Medizin. Okay. Ich weiß ja nicht, ob wir dann das Krankenhaus einfach weglassen können, wenn wir dann das haben, aber ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Außer, dass uns hier wieder überall die Mitarbeiter fehlen. Gesamtgewinn, okay. Nee, dann müssen wir mal gucken, dass wir dann die Tage mal hier wieder ein paar Mitarbeiter irgendwo ausgraben. Weil sonst fehlt es hier an allen Ecken und Enden an Punkten. Da ist auch schon wieder der Arzt tot. Der hat die jetzt wenigstens da oben irgendwo reingesetzt. Hat er. Okay, nee, dann müssen wir mal gucken. Da wird gar nicht produziert. Auch nicht schlecht. Also schon doch, ja, aber... Was willst du machen, ne? Es ist wie es ist, ne? So, okay, dann würde ich sagen, fehlen ja auch schon wieder welche. Ne, wir müssen mal gucken, dass wir wieder ein paar Leute an Land kriegen und ja, nächste Folge sehen wir weiter. Bis dahin, haut rein und tschüss.